Nanu, die Tür steht ja sperrangelweit offen. Mr. Stringer, sind Sie hier? Hallo? Haben Sie vergessen, dass wir zusammen einen Eggnog trinken wollen? Oh mein Gott. Mr. Stringer, können Sie mich hören? Miss Rutherford, sind Sie das? Oh, Mr. Stringer, natürlich bin ich das. Oh, können Sie aufstehen? Mein Kopf. Geht es? Machen Sie langsam, Jim. Ich stütze Sie. Was ist denn geschehen? Sind Sie gestürzt? Gestürzt? Nein, nein, ich bin nicht gestürzt. Jemand hat mir eine heftige Kopfnuss gegeben. Das ist passiert. Eine Kopfnuss? Oh, Sie meinen, man hat sie niedergeschlagen. Autsch! Genau das. Du Jemine, das wird eine schöne Beule geben. Setzen Sie sich, setzen Sie sich. Sollen wir einen Arzt kommen lassen? Nein, nein, das ist nicht nötig. Mir geht es gut. Oh, gut, naja. Aber das können Sie doch gar nicht beurteilen. Ja, vielleicht haben Sie eine Gehirnerschütterung. Setzen Sie sich, aber langsam, Vorsicht. Mir geht es wirklich gut. Es war nur der Schreck. Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Haben Sie gesehen, wer es war? Nein, es ging zu schnell. Ich hörte eine Diele knarzen und dann ging auch schon das Licht aus. Also ich meine, ich ging zu Boden. Was wollte der Angreifer nur von Ihnen? So wertvolle Bücher gibt es hier doch nicht. Ich habe keine Ahnung, Miss Rutherford. Na, wie auch immer. Ich werde jetzt Inspektor McLeod informieren. Den Inspektor? Warum? Ich denke nicht, dass etwas gestohlen wurde. Es ist egal, ob etwas abhanden gekommen ist oder nicht. Man hat sie überfallen. Das war ein hinterhältiger Angriff auf sie. Wenn Sie das so sehen... Hier, Inspektor McLeod. Inspektor, hier spricht Margaret Rutherford. Miss Rutherford. Ich rufe aus der Leihbücherei an. Jemand hat Mr. Stringer überfallen und K.O. geschlagen. Er hat eine mächtige Beule am Kopf, aber sonst geht es ihm Gottlob gut. Du meine Güte, das darf doch nicht wahr sein. Mr. Stringer auch. Was meinen Sie mit Mr. Stringer auch, Inspektor? Irgendjemand hat heute Abend Mr. Scrooger vor seinem Haus so heftig auf den Kopf geschlagen, dass man ihn vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht hat.